Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, an der Morgen, kurz nach sechs. Schauen wir mal, was können wir heute machen? Ich habe schon mal einen Blick drauf geworfen. Die Felder bei uns sind noch nicht erntereif, aber das Neue, was wir zugekauft haben, das könnten wir abernten. Und ich muss mal umschalten und das Grasfeld 19 ist auch orange. Da sollten wir jetzt als erstes mähen und dann werden wir unseren Drescher mal hier auf 53 abfahren lassen, oder das können wir vielleicht als erstes machen. Dass einer hier rauskommt. Den anderen hatte ich gestern schon wieder weggesetzt. Wieder hier rein. So, und dann kann Studia das Schneidwerk schnappen. Ich habe deswegen so viel auf dem Konto. Ich hatte ein bisschen was ja noch verkauft. Und ich habe die eine Rinderzucht verkauft. Deswegen der hohe Kontostand. Oh, da kriege ich den jetzt gar nicht weg, glaube ich, oder? Oh, ganz knapp. Keine Rückwärtskamera. Rückwärtskamera dran. Das dürfte doch so gehen, oder? Ja, ups. Das passt. Klappt sich aber nochmal ein, bitteschön. Genau. Und dann fahr du bitte zu Feld 53. Haben wir das gar nicht. Was ist das für ein Punkt? 52, ne? Dann fahren zu 52. Und ein Abfahren müssen wir gleich auch haben. Und dann können wir hier den Big M mal ansetzen. So. Ich nehme nicht an, dass wir hier einen Kurs haben. Der hat 10 Meter. Feld 19. Einmal schauen. Nein, habe ich noch nicht. Also einmal kurz generieren. Bei 10 Metern zwei Vorgewinde müssten eigentlich reichen. So, zwei im Uhrzeigersinn. Wir starten mal von da an. Und lass ihn mal starten.
So, wir wollen ja hier Grasballen rausmachen, also können wir ja im Prinzip, wenn er zweimal rum ist, sofort die Ballenpresse losschicken. Aber ich glaube, wir schicken jetzt erstmal ein Los oder sogar zwei. Ich würde sagen, ich würde die sogar splitten, die Abfahrer. Wo standen die drin? Jetzt muss ich auch mal. Ich glaube, die standen hier neben, ne? Ja. Ich glaube, ich splitte die, weil dann kann immer einer zurück. Und abtanken. Nein. Den bitte abhängen. So, dann kannst du bitte auch jetzt erstmal zu Feld 52. Schauen wir mal, wie weit ist der gekommen? Auch der ist schon da. Dann springen wir doch mal dahin. Der steht schon hier, aber hier bist du ja verkehrt. Wir machen mal richtig Licht an. Jetzt müssen wir einmal drehen und das Schneidwerk anhängen. Ups. So, dann sagen ich fange. Ach so, nein, nicht das, das aufklappen. Dann fangen wir hier an. Fahren wir erstmal rein. So. Feld 53, das wird jetzt was. So, aktuelle Position können wir machen. Wir machen auch zwei Vorgewände, nehmen 13 Meter. Kurs generieren. Ich glaube, so können wir erstmal fahren. Abfahrt einstellen.
Da kommt der Abfahrer schon. Neues Feld heißt, wir müssen auch komplett neu einfahren. Nur ich weiß noch nicht, ob wir hier die Einfahrt machen. Vielleicht gibt es da noch ein besseres Plätzchen, was wir dazu verwenden können. Statt hier zu machen, weil da stehen die Fahrzeuge dann ja im Weg. Und hier am Hof haben wir so ein, zwei Dinger zugemacht. Ich glaube, wir fahren jetzt erstmal hier und tanken dann bei gegebener Gelegenheit mal ab. Und dann werden wir ja sehen, wo es vielleicht die beste Möglichkeit gibt. Das Feld wird eh gepflügt, da kommt Wiese drauf, hier für den Rinderhof, so wie es auch planmäßig eingezeichnet ist. Bin ich mal gespannt, ob er jetzt hier die Wende macht. Er ist bei 60%. Hier könnte man nehmen. Da ist ja noch ein Weg. So, der kann erstmal warten. Der ist zweite Vorgewende. Das bedeutet, wir können da eigentlich schon. Nehmen wir den Fendt. Die Ballenpresse hinterher schicken. Da müssen wir nur gucken, dass er nicht presst. Da ist er. Und
müssten dann natürlich auch schon abfahren. Ich glaube, ich werde mit dem Ballenpressen noch eine Stunde warten oder bis der Big M so gut wie fertig ist. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal um... Na, kommt jeder vorbei, hoffe ich. Ja, um das Feld da drüben. Was ist denn da? Achso, hatte ich da nicht gepflanzt. Kann gut möglich sein, dass da... Oh, jetzt bleibt da am Baum hängen. Sah vorhin schon so knapp aus. Ja. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel Prozent er hat. 80. Genau 80. So, 95. Hier könnten wir auch einen Kurs machen. Na, dann bist du leer. Ah, ist ein bisschen was drin. Da haut er schon wieder gegen den Baum. Ja gut, hier könnten wir ja überall ranfahren. Wir müssen, glaube ich, gleich schon den anderen organisieren. Aber wir brauchen ja ein Vorgewinde, um... Was war das für ein kleiner Schlenker? Hat das Feld da so... sowas Komisches?
so, würde sagen, dann schicken wir den anderen schon mal auf eine Reise. Den schicken wir zum Rinderhof. Da können wir dann schauen. Wo wir ran müssen. Aber Hauptsache. Rinderhof, jawohl. Abmarsch. Dann hinterher, einmal können wir ja den Anhänger noch voll kriegen. Wie weit ist er? 81%. Dann nicht so schnell fahren, weil er wird ja gleich noch mal ein ganzes Stück zurücksetzen. 91%. Kannst du bitte zum Hauptlager fahren, Eingang und dich ausleeren? Der erste Weizen schon wieder. Wir können ja sofort losfahren, wenn wir voll sind. Wir müssten ja eigentlich voll werden. Ja. Plane drüber. Und losschicken. Und der andere kommt hier schon. Dann können wir hier stehen lassen, weil der Drescher kommt ja gleich hier vorbei. Aber er bewegt sich noch. Was ist mit unseren Mähaktionen? Die ist voll dabei. Hat auch schon einiges geschafft.
glaube, ich finde die Ecke da drüben gar nicht mal so schlecht, weil wir, wenn wir da stehen, kein im Weg sind. Schauen wir mal, wie wir den Kurs anschließen können. Können hier rum. Dann hier durch. Aber wir können ja auch. Hier haben wir den Kurs auch, genau. Dann würde ich sagen, wir schließen den hier an mit an. Das wird unser Eingang. Quasi. Feld 53. Schließen jetzt den Punkt mit dem zusammen. Haben wir das auch schon mal geschafft? Jetzt müssen wir quasi einmal rumkommen. Das hat geklappt. Er ist bei 75% schon wieder. Der andere ist noch nicht beim Abladen. Doch, er lädt gerade ab. Nein, 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 doch nicht. Das ist der Drescher, den ich da sehe. Ist bei 85%. Na, wo ist er denn? Ah, ist aber hier direkt am Hof. Müsste also gleich abladen. Ich glaube noch eher, dass wir hier, ja, da lädt er schon ab. Wir sind gerade hier am Überladen. Dann können wir den gleich mal zu 52 53 schicken. So. Springen wir mal so hin.
Da ist er doch sofort. So, du kannst jetzt ganz einfach mal Feld 53 Abmarsch. Der Big M fährt. Super. Hier ist auch noch kein Stau vorgekommen. Wir können den mal ausschalten. Ja, Doppelklick. So. Passt wieder nicht. So, das sieht jetzt gut aus. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.